Wer möchte hier vorne kommen und ich zeige genau das, was ich gemacht habe, ohne unbedingt jetzt umzukippen. Es geht nur darum, was ich überhaupt tue. Okay. Jacke ausziehen besser. Komplett ausziehen bitte. Das ist nein, nein, also ja, Jacke vielleicht. Ich hoffe, ihr fängt mich auch auf. Nein, keine Panik. Also ich will jetzt nur was zeigen. Ich glaube, du hast mehr Muskeln als ich. Ich werde sowieso vorsichtig sein. Okay, vielleicht drehst du dich nur kurz so, genau. Genau. So, kleiner Trick erstmal für euch alle zu lernen. Wenn ich sage, kannst du dich bitte drehen, bedeutet überhaupt nicht. Ich habe das nur gemacht, damit ich schauen kann, macht er mit. Ja, ich habe gefragt, wer möchte kommen? Ich. Also er macht mit. Soll ich die Jacke ausziehen? Er fragt mich, was er zu tun hat. Also das heißt, er vertraut mir irgendwo, dass ich ihm das Richtige sage. Ich sage ihm, er kann sich umdrehen, er macht das. Das heißt, wenn er in seinem Kopf dieses Yes-Set, wenn ich ihn dazu bringe zu denken, ja, 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 ich mache das, ist okay für mich, also wenn ich merke, ist okay für ihn, dann bedeutet das, er wahrscheinlich mehr gewillt ist, mitzugehen. Ja? Ist aber auch kein Garant. Alles, was ich euch zeige, bedeutet nicht, oder sage, bedeutet nicht, dass es immer so ist. Ja, es kann sein, dass er voll mitmacht und plötzlich merkt, geht gar nicht. Okay, wichtig. Ich mache manchmal ein bisschen Spaß, ist aber auch in der Therapie wichtig, dass man ein kleines bisschen Humor auch reinbringt. Manchmal. Natürlich nicht, wenn jemand kommt, die sind gerade was gestorben und gestorben. Also nicht falsch verstehen. Aber es ist manchmal wichtig, ein bisschen lockerer die Sachen zu, weil die Person entspannt sich gleich ein bisschen mehr. Wenn er merkt, okay, der ist jetzt nicht so stocksteif hier und ja, das ist mein Lieber, ne? So, ist auch ein ganz entspannt. Okay, wenn irgendwas siehst, du meldest dich, ja? Okay, einfach die Augen zumachen, tief atmen. Genau, ich werde auch jetzt, ich zeige euch nonverbal, aber ich muss das erzählen, deswegen ist es nicht ganz nonverbal, aber okay, um euch zu erklären, was ich tue, muss ich das erzählen. Für dich ist vollkommen egal, egal welches Wort ich sage. Du hörst zwar meine Wörter, du lernst auch dabei auch, aber du fokussierst dich jetzt nur auf dich. So, wenn ihr jetzt sehen könnt, das kann ich nicht fotografieren. Egal, einfach ein Video. So. Seht ihr, dass seine Augen schon vibrieren, obwohl ich noch nichts getan habe. Das heißt, er geht sofort irgendwie mit. Ja? Er hört alles, was ich sage, der ist bei der Sache und so. Es ist nicht so, dass er jetzt komplett weg ist, oder so. Darum geht es ja nicht. Okay, ganz tief. Okay, was ich normalerweise tue, ist, der Mensch ist jetzt hier aufgestanden, ja, und dann sage ich, okay, eben macht die Augen zu und dann schaue ich erstmal, weil wenn er schon so krass vor sich selbst reagiert, muss ich gar nicht so viel tun. Sonst, normalerweise, was ich dann tue, ist folgendes, ich gebe meine Hand hier vorne und das heißt, ja, so, dass ich halte meine Hand hier, dass du weißt, ich bin hier. So, dass ich nicht unbedingt jetzt gleich den Kopf berühre, so, sondern erstmal ganz nah komme, so ein bisschen wie Reiki, ja? Also, und dann mit diesem Punkt hier meine Hand, mit diesem Punkt hier meine Hand, gehe ich sozusagen hier zwischen seine Augen, sozusagen hier dritten Augebereich, sozusagen, wenn man so will, und warte auch, dass eine gewisse Wärme entsteht. Und schau, was passiert. Das gleiche mache ich dann oben praktisch hier, wo die Haare anfangen. Ja? Ihr versteht schon hier oben den Punkt. Ja? Ich kann jetzt auch, weil er schon so gut reagiert, auch gleich ein bisschen mehr, also auch richtig Kontakt machen mit der Haut. Ist aber kein Muss. Ihr könnt auch einfach so stehen, näher kommen und so weiter. Das gleiche mache ich dann nach hinten, sozusagen, dass ich so gehe und einfach warte, bis eine gewisse Wärme entsteht. Es entsteht wie fast automatisch. Man sagt, man muss sich so vorstellen, als ob ein Luftballon wäre den Kopf, den man schützen möchte. Ja, man möchte ihn schützen, dass es nicht passiert, ungefähr.
Und der spürt eben im Normalfall so, dass ich versuche, ihn zu unterstützen. Ja? Jetzt auf eine andere Ebene könnte man sagen, wenn man so MRT so Bilder gemacht hat, dass man sieht, es gibt gewisse Areale im Gehirn, wenn man das so macht, dass sie sozusagen eine gewisse Beruhigung reinbekommen. Ja, das ist ein bisschen viel vielleicht jetzt, aber es gibt so einen Teil im Gehirn, der heißt Amygdala, der ist zuständig für Emotionen. Und man sagt, wenn man das tut, weil hier kommen die ganzen Informationen rein, die ganze Zeit, das ist anstrengend für uns den ganzen Tag, wenn man das hier tut, ist dieser Amygdala so ein bisschen wie getrickst. Das ist zuständig für dieses typische, wenn etwas ist, ein Löwe kommt, du kannst kämpfen oder wegrennen oder so tun, als ob du gefroren wärst, damit der Löwe guckt, okay, der Typ ist schon tot, jetzt wo kann ich sonst was fressen. Ne? Also der ist zuständig für diese Reaktion in uns. Wenn wir das tun, dann ist es so ein bisschen wie, entweder der geht in diesen Frozen-Status, oder er entspannt sich einfach. Ja? Aber wie gesagt, das ist jetzt keine super krasse wissenschaftliche Geschichte, was ich erzähle. Also einfach nur, damit ihr eine Vorstellung habt, was passiert nochmal. Total wichtig, während ihr das tut, die Intention, die ihr habt, also warum tut ihr das? Ja. Nicht, weil ihr wollt, dass er jetzt umkippt. Nicht, weil ihr seid der tollste Hypnotiseur der Welt und bla, wie toll, wenn er jetzt in Hypnose geht, wenn seine Augen schon vibrieren. Darum geht es ja gar nicht. Eure Intention ist, diesem Menschen zu helfen. Das muss er spüren. Wenn er das spürt, alles andere ist vollkommen egal. Das Gleiche könnt ihr dann praktisch hier tun, also praktisch im Herzbereich. Also wenn man so will, man geht die von jemandem, der jetzt damit sich beschäftigt und Chakras durch, wenn man so will, ja. Aber wenn jetzt jemand zu esoterisch ist, ist egal. Einfach nur probieren und schauen, ob das klappt. Es klappt nicht bei jedem. Genau. So, was ihr macht, ist im Grunde einerseits erstmal balancieren. Ja, ihr geht am Bauch, gleiche Geschichte, balancieren. Wenn ihr balanciert habt, im Nachhinein kommt sozusagen eine Art, ein Element rein, wo man diese Balance ein bisschen durcheinander bringt. Weil folgendes, ich balanciere ihn, damit er sich wohlfühlt. Tief atmen, damit er runterkommt. Aber danach will ich, dass er seine Grenzen sprengt und noch viel mehr erlebt. Und deswegen kann ich dann Dinge tun, das kann er jetzt nicht sehen, aber das, was ich jetzt gerade tue, die ihm vielleicht ein kleines bisschen ein anderes Gefühl geben. Warum tue ich das? Weil wenn er spürt, okay, ich bin jetzt balancierter und jetzt kann ich noch mehr loslassen, dann kann er seine Grenzen sprengen und mehr sein, wie er sein möchte, als er sonst ist. Ja, vorher also nur so gehabt, jetzt mache ich mal andere Dinge. Und dann musst du ja gucken, also inwieweit natürlich auch für die Person okay ist, dass sie berührt wird. Ich habe jetzt nicht gefragt, aber weil das so offen war, habe ich das Gefühl, das ist normal. Normalerweise musst du immer vorher fragen, ist okay, für mich, wenn ich dich berühre. Wenn ihr das Kopf, Herz und Bauch gemacht habt, also wurde hier Solarplexus, das Wichtigste ist, dass ihr die Hand nimmt und schaut, zum Beispiel, wie er so reagiert. Also ich nehme die Hand ganz, also nicht jetzt hart, sondern ganz leicht, ich kann sie auch hier am Handgelenk nehmen und fallen lassen. Und es kann sein, dass die Hand so fällt, so wie jetzt bei ihm. Das bedeutet, dass es schon eine gewisse krasse Entspannung dabei. Es könnte aber auch sein, bei anderen, dass die Hand einfach so stehen bleibt, so, wie gefroren. Oder bei anderen sogar, dass die Hand wie vorhin nach oben geht. Ne? Und dann sind drei typische Zeichen vor Trance. Ja, entweder die Hand fällt so, oder sie bleibt stehen, oder sie geht nach oben. Es gibt manche, die dann so stehen, so wie so ein Baum.
Und du würdest denken, okay, das ist total unbequem, aber die Person fühlt sich so, ah ja, so befreit, ja. Wenn ihr aber merkt, okay, die Hand ist zwar, geht nach unten, aber korrigiert ein bisschen den Kurs, dann wisst ihr, okay, der ist noch nicht ganz so entspannt, aber bei ihm ist jetzt kein Problem. Das gleiche könnt ihr dann auch noch hier vorne machen. So richtig. Bitte sehen, weiß. Bitte. Einfach nur um zu schauen, so Transzeichen. Könnt ihr sehen. Ihr könnt das gleich nochmal tun, hier vorne so. Ich muss mal ein bisschen aufpassen. All das, was ich jetzt mache, muss ich gerade nicht lernen. Das zeige ich euch später. Es geht nur darum, dass ich kurz ziehe. Ich zähle gleich von 3 auf 1. Bei 1 machst du die Augen auf, ist frisch und wach gerollt. Wenn du ein bisschen mehr Zeit brauchst, du kannst auch ein bisschen mehr Zeit nehmen. 3. Du hörst meine Stimme etwas lauter. 2. Du fühlst, wie dein Körper jetzt ganz normal zurückkommt, mir und jetzt. Und 1. Du machst die Augen wieder auf. Es ist schon Sonntag. Aber ich finde es gut, dass du das gemacht hast. Danke. Du schuldest mir noch 500 Euro. Und jetzt lieber. Nee, jetzt ist es später. Du hast dich gefühlt. Ja. Erstes Mal so. Das glaube ich komplett wegkommt. Ich habe auch meine Hand hier nicht gehört. Das hat mich dann irgendwie so. Wärme gegeben, extrem beruhigt. Meine Augen haben die geflackert, extrem. Ne? Ja. Das und man hat durch den weißen. Also, das war jetzt voll gemerkt, meine Augen waren. War das unangenehm? Ich weiß nicht, damit umzugehen, weil das ist das erste Mal und. Aber es scheint normal zu sein. Ja, das ist einfach typische Zeichen von Trans. Okay. Aber angenehm? Ja, guck mal, ja, es war am Anfang angenehm, aber später hat mich das so ein bisschen gestört irgendwie. Es hat mich so. Guck mal, das ist einfach Stress, den man in sich hat. Und dann kann sich endlich mal zeigen. Ja.
Und dann irgendwann hätte ich jetzt ein bisschen mehr Zeit und so, hatte ich die richtige Sitzung und dann hätte ich es richtig beruhigt und so. Ne? Aber trotzdem, wie war das am Boden zu liegen? War ein bisschen entspannt. Schön, ja, sehr schön. Entspannt. Ich habe auch Vertrauen gehabt, so, ich habe irgendwann gespürt, ich bin in Sicherheit. Es kann ja, du hast auch mein Schatz gesagt. Und ich habe gesagt, ja, mein Schatz. Videobereich.